Ja, halli, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind wieder zurück im Kloster, weil irgendjemand hat hier ziemlich Dreck am Stecken. Und wir wollen herausfinden, wer. Dass jetzt der Gerüstbaumeister auch noch verschwunden ist, vermutlich vom Lehrling ermordet oder so, ne? Das stinkt. Und es stinkt ziemlich gewaltig. Oder Pförtner, geh mir aus der Sonne. Was zur Hölle machst du da? Ach, mit dir muss ich reden? Lebe wohl. Hä? Glück und Gesundheit. Naja. Das ist das Stück, das herabgestürzt ist. Und was soll damit sein? Ich kenne mich mit Stein nicht aus. Dieses Gestein stammt nicht aus Thalmberg. Jemand hat es ausgetauscht. Jemand von hier? Wir haben Wachen und so ein Wagen voller Stein ist nichts, was man mal eben unauffällig austauschen kann. Er muss so hier angekommen sein. Ich sage dir, das Gestein stammt nicht aus Thalmberg. Ich finde schon heraus, wer dahinter steckt. Ich habe den Schädel, der beim Gerüst ausgegraben wurde. Und was ist damit? Jemand hat ihn absichtlich dort vergraben. Und die Hörner sind nur angeleimt. Das hat nichts mit irgendeinem Dämon zu tun. Also schmiedet jemand Ränke gegen uns. Aber welchen Vorteil erhofft er sich davon? Ich weiß es nicht. Aber ich finde es heraus. Gott behüte dich. Gut. Dann suchen wir uns mal den Chefbaumeister da. Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Ich rede jetzt mal mit den Leuten, wenn sie jetzt... Hast du den Unfall gesehen, der hier geschehen ist? Ich habe nichts gesehen. Ich war unten, hörte ein Poltern und Schreie. Dann lief ich hoch und half ihn wegzutragen. Ist dir irgendetwas Seltsames aufgefallen? Wohl kaum. Von überall kamen Leute angerannt, um zu sehen, was passiert war. Nicht mal ein Metzger mit blutriefendem Beil hätte da Aufmerksamkeit erregt. Alles Gute. Beste Grüße. Mhm. Na, mit dem habe ich schon geredet. Okay. Du, weißt du was? Gelobt sei Jesus Christus. Ja, ich lobe ihn, wenn ich ihn sehe. Nee, mit der habe ich Gott auch schon. Über dich wachen. Du, Steinmetz. Oder beleidigst du? Gelobt sei Jesus Christus. Jo, wenn es denn sein muss. Mit dir habe ich auch schon. Okay. Ja, wo versteckt er sich denn, der Baumeister? Da ist er ja, der Bob. Komm mal her, du. Gott sei mit dir. Aha, mit dir aber nicht mehr lang. Ist irgendetwas Ungewöhnliches vorgefallen? Da fallen mir zwei Sachen ein. Als wir das Gerüst erweiterten, grub jemand bei der Mauer einen menschlichen Schädel aus. Mit Hörnern. Der Gerüstbauer Leschek hat ihn gleich beseitigt, aber es gab sofort Gerüchte um das Teil. Es heißt, der Bau sei verflucht. Ein Schädel mit Hörnern? Wie kam er dorthin? Weiß ich nicht. Ich selbst habe ihn nicht gesehen, aber es gab genug Zeugen. Frag am besten Leschek. Er kann dir sicher mehr erzählen. Was ist mit der zweiten Sache? Einer der Arbeiter ist abgehauen. Ist das ungewöhnlich? Ja, schon. Wenn man abhaut, nimmt man normalerweise Dinge mit. Aber er hat alles zurückgelassen. Wirklich alles. Und seitdem ist er wie vom Erdboden verschluckt. Er hat keinem gesagt, was er vorhat. Ich habe mich umgesehen. Der Stein, der auf den Mann fiel, ist anders als die üblichen. Ja, eine ganz schlechte Qualität. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir bekommen. Wir hatten sonst nichts und mussten weitermachen. So meinte ich das nicht. Diese Gesteinsart gibt es nicht in Thalmberg. Jemand muss die letzte Lieferung ausgetauscht haben. Warum sollte jemand so etwas tun? Vielleicht wurde der neuwertige Steinblock gestohlen und durch einen alten ersetzt. Oder der Bau sollte sabotiert werden. Aber der Wagen stand still. Es hatte geregnet und die Arbeit ruhte, weil wir sonst knietief im Schlamm gestanden hätten. Jemand musste also ungesehen den Steinblock fortschaffen.
Diesen riesigen Steinblock? Dafür bräuchte man mehrere starke Männer. Ich weiß, du willst nur helfen, aber das wäre jemandem aufgefallen. Das schafft keiner, ohne bemerkt zu werden. Der Schädel ist nicht echt. Jemand hat ein Geweih daran befestigt. Aber woher nimmt man einen Menschenschädel? Und warum so etwas tun? Um die Leute zu erschrecken und den Preis hochzutreiben? Aber das hilft niemandem. Es muss ein böser Narrenstreich gewesen sein. Ein Streich, der beinahe zum Tod eines Menschen geführt hätte. Lebe wohl. Wohl wahr, wohl wahr. Was jetzt hier? Richter Herr Dimmisch. Warum ich immer noch B angezeigt krieg? Lass mal gucken. Ich glaube, ich weiß, wo der Mann hin verschwunden ist, der fehlt. Ich glaube, ich weiß es. Ich habe ihn in der Tasche. Gut, dann gehen wir nach Thalmberg. Mal wieder. Jappa, jappa, andele, andele, arriba. Ja. Jetzt bin ich aber echt gespannt, liebe Leute, weil... Also ich glaube wirklich, der Arbeiter, der verschwunden ist, ist eigentlich unser Dämonenschädel. Jetzt bin ich halt echt gespannt, was mit Leszek passiert ist, weil... Na, das ist noch nicht vorbei. Also wenn ihr mir jetzt sagt, okay, dann lassen wir es darauf beruhen, dann werde ich böse. Weil ich will jetzt wissen, was da geht. Bevor ich jetzt weitermache mit der Hauptquest, will ich das jetzt herausfinden. Ach, Mist. Jepa! Pass auf, was du da treibst. Geh halt. Geh mir halt aus dem Weg. Mensch, Karl. Habe ich hier nicht. Ich habe hier doch ein Zimmer. War doch hier. Ich hatte hier doch ein Zimmer. Ich hatte hier doch eine Kemenate. Ich hatte hier doch ein Kabuff. Ja, eben. Ich hatte ja doch ein Bett, wo ich pennen konnte. Na, pennen. Gute Nacht, ihr Pfeifen. Habe die Masern. So, schlaf mal. Bis um 9 eben. Ja, das ist schön. Erstmal schön schlafen. Nom, 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 nom. So. Also die Quest ist ja vorhin nicht fehlgeschlagen, als ich an der Hütte war. Deswegen weiß ich jetzt nicht, also an der Mühle. Ich weiß jetzt nicht. Ich bin gerade echt etwas unentschlossen. Ob ich jetzt sagen soll, hey, alles super, oder ich sagen soll, alles doof. Guten Morgen, alle schon wach? Adivisch! Guten Morgen! Herrin Stefanie! Ja, hier ist kein Privatbüro. Soll ich Adivisch beklauen? Ich meine, ich habe ja gerade gespeichert, ne? Oh. Selber rein in die Satteltasche. Und habe ich Hauptmann-Robot geklaut. Könnte natürlich auch sein. Bist du, Herr Dewisch? Herr Dewisch! Was zum Teufel? Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Ich habe gute Neuigkeiten, Herr. Die Ursache des Problems war das Kloster selbst. Es hatte nichts mit dem Steinbruch zu tun. Und was ist mit dem Bau? Wird fortgesetzt.
Der Gehilfe des Baumeisters trug die Schuld an allem. Er ist aus dem Weg, also geht die Arbeit nun weiter. Sehr gut. Du hast die Aufgabe großartig gemeistert, Heinrich. Dafür verdienst du eine Belohnung. Hab Dank, Herr Divisch. Gott behüte dich. What the fudge? Svola war's? Ernsthaft? Die stecken alle unter einer Decke und jetzt... Ach komm, das war jetzt ein bisschen mäh. Bist du der hiesige Stallmeister? Nee, du bist ein Heinrich, auch ich bin froh, dass du da bist. Ja, ich auch. Mann! Ernsthaft? Ruhelose Geister? Ja, dann würde ich sagen, ruhelose Geister, ich will nicht schon wieder ins Kloster. Also da bin ich mir jetzt eigen, ich will nicht schon wieder ins Kloster. Ja, dann gehen wir doch hier nach Meruyet. Alle ab. Muss ich jetzt raus wieder? Kann das sein? Ja, ich will nach Meruyet. Ja gut, Hauptquest. Hauptquest, yay! Dann war Leszek also doch einer von den Bösen, sagen wir es mal so. Und die haben alle eigentlich unter einer Decke gesteckt. Na. So. So, jetzt gucken wir uns mal an, wo hat denn Matthias gearbeitet? Wo kriege ich das denn? Nee. Zeigen, nee. Questlog. Okay, ich gehe mal davon aus, dass Matthias in der Schenke hockt. In Meruyet gibt's keine Schenke. Yippie! Was hat das Kreuz zu bedeuten, dass die hier drin waren? Okay, der hat's nicht überlebt. Oh. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Bist du Matthias? Nö, bist du nicht. Du bist Johann. Komm mal her, Johann. Gott sei mit dir. Jo. Was ist hier geschehen? Es steht schlecht um uns. Sehr schlecht. Zuerst überfallen uns die Subriganten und wir kommen gerade so davon. Und dann wütet die Pest. Die Pest, sagst du? Jawohl. Die Dinge im Dorf stehen gar nicht gut. Sogar das Vieh verendet. Ist ein grauenvoller Anblick. Ich geh doch mal wieder. Wie ich hörte, bissen die Schurken hier auf Granit. Zum Glück hat der junge Stroh sie schon früh erspäht und das ganze Dorf geweckt. Konnten sogar einen schnappen. Der liegt nun gefesselt bei Melicha. Aber dann kam diese Seuche. Wer hat angegriffen? Was weiß ich. Irgendwelche Banditen. Seit Scarlets geplündert worden ist, treiben sie in der ganzen Provinz ihr Unwesen. Habt ihr euch verteidigt? Und wie? Als Melicha den jungen Stroh plärren hat hören, hat er jedem eine Mistgabel oder einen Flegel in die Hand gedrückt. Dann haben wir diesen Bastarden aufgelauert. Sehr gut. Wie ging es aus? Wir haben denen das Fell gegerbt, bis sie getürmt sind. Aber vorher haben sie Stroh arg zugerichtet. Der hat den Morgen nicht mehr erlebt. Wer sind Melicha und Stroh? Ach ja, du bist ja nicht von hier. Melicha ist jetzt der sich hier um alles kümmert. Vorher war das Smils Aufgabe, vom Neuhofer Gestüt. Aber die haben ihn abgemurkst, als der Hof überrannt wurde. Und der junge Stroh ist der Bursche von Andreas Stroh, einem hiesigen Holzfäller. Oder besser, er war es. Dafür haben die Banditen gesorgt. Sein Vater hat's nicht gut verkraftet. Wo finde ich Melicha? Wenn du am Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst, sein Haus ist auf der linken Seite. Ich würde gerne mit Stroh reden. Ich verstehe.
Wenn du beim Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst, ist Strohs Haus das auf der rechten Seite. Na, okay. Erzähl mir mehr über die Seuche. Das klingt schrecklich. Es ist schlimmer, als man sich vorstellen kann. Das ganze Gestüt ringt mit dem Tod. Die Schafe, Hühner. Zweifelsohne sind die Menschen als nächstes dran. Melichas Weib liegt krank danieder und es sieht nicht gut aus. Strohs Frau, sein Bruder, mehr und mehr. Tut mir leid, das zu hören. Ich suche nach Matthias, dem Stallburschen des Gestüts. Matthias? Die Briganten haben den armen Burschen erwischt. Er liegt verwundet im Gestüt. Danke, das wäre fürs Erste alles. Lass uns handeln. Möge Gott über dich wachen. Grundlagen des Reitens? Ich hab meine Sporen. Eine grüne Schabracke könnte ich kaufen. Würde die was bringen? Weiß es nicht. Rüstung 7. Was hat denn meine Schabracke gerade? Nix mehr. 8. Ja gut, dann lassen wir die mal, wenn sie mal repariert ist, ne? Da muss ich das echt reparieren. Ich könnte gewöhnlich einen Sattel verkaufen. Halt mal, guter Mann, guter Mann. Ich hab da was für dich. Rote Beinlinge willst du bestimmt auch haben. Leinenhemd willst du bestimmt auch haben. Langes Leinenhemd. Erst recht. Na, die Arbeitsstiefel behalte ich mal. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Sag mal 120. Einverstanden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. 115. Wie wär's damit? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Ach komm schon. Oh, das ist ein vernünftiger Preis. So, unser guter Freund sitzt im Stall des Gestüts. Das Gestüt ist das hier. Dann ist das das auf der rechten Seite und das ist das Haus auf der linken Seite, ne? Matthias! Da haben sie ihn einfach hingeschmissen. Hey, ihr seid die Könige der Nutzholzgewinnung. Heinrich! Welch erfreulicher Anblick. Was tust du hier? Freut mich auch, dich zu sehen, Matthias. Ich untersuche in Herrn Ratzigs Auftrag den Überfall. Herr Ratzig? Wie es scheint, hast du es weit gebracht, Kumpel. Du bist sein Gesandter? Er nahm mich in seine Garnison auf. Heinrich, der Sohn des Schmieds im Dienste seiner Herrschaft. Wer hätte das gedacht? Ich hatte nicht so viel Glück. Du hast überlebt. Dafür solltest du Gott danken. Ein wahres Wort. Wenn ich du wäre, würde ich schleunigst von hier weggehen. Hier geht irgendeine Seuche um. Eine Seuche? Die Leute sagen, es ist die Pest. So oder so, es ist schlimm. Es begann am Tag nach dem Überfall. Zuerst wurden die Pferde krank, dann anderes Vieh und jetzt die Leute. Scheiße. Bist du in Ordnung? Naja, zumindest habe ich mir nichts eingefangen. Aber du wurdest verwundet. Beim Angriff fiel so ein verfluchter Bandit auf mich drauf
Mit Pferd und allem. Mein Arm ist gebrochen. Aber besser der Arm als der Hals. Erzähl mir von dem Überfall. Was willst du wissen? Alles. Wie ich hörte, konntet ihr einen Banditen gefangen nehmen. Ich möchte ihn befragen. Yep. Der alte Melichar gab ihm eins mit dem Flegel auf die Rübe. Er hockt nun in der Scheune, aber sei vorsichtig. Wieso das? Der Scheißkerl hat den jungen Stroh abgemurkst und sein alter Herr wetzt schon die Sichel. Melichar hat noch nicht entschieden, was mit ihm geschehen soll. Das kann ich dir sagen. Er wird ihn Herrn Ratzigs Gesandtem übergeben. Mir. Ich bezweifle, dass Melichar ihn freiwillig hier gibt. Die Leute hier lechzen nach Blut. Es gab Tote. Zuerst der Überfall und nun die Seuche. Weiß Gott, was sie vorhaben. Kannst du die Kerle beschreiben? Weiß nicht. Sie kamen abends, also konnte ich ihre Gesichter nicht erkennen. Es waren um die 20, aber keine Kumanen. Sie sprachen Tschechisch. Du hast mit ihnen geredet? Nein, nein, sie haben uns angebrüllt. Waren sich ihrer Sache anfangs sehr sicher. Aber als wir sie in die Wälder jagten, sahen sie nicht so tapfer aus. Ich weiß, dass es euch an Mut nicht mangelt. Aber wie kann sich ein Haufen Dörfler gegen bewaffnete Banditen behaupten? Einer der Jungs sah sie durch die Wälder streifen und benachrichtigte Melichar. Der weckte das ganze Dorf und alle schnappten sich, was es zu schnappen gab. Mistgabeln, Äxte, Flegel. Und dann stellten wir sie. Was? Ihr seid gegen sie ins Feld gezogen? Jawohl. Und das war der Schlüssel. Denn damit hatten diese Hurensöhne nicht gerechnet. Ein paar von ihnen gelang es trotzdem, zum Dorf durchzubrechen. Vermutlich wollten sie es in Brand stecken. Aber selbst die Weiber waren bewaffnet und überraschten die Bastarde eiskalt. Super. Wie ich hörte, konntet ihr einen Banditen gefangen nehmen. Ich möchte ihn befragen. Yep. Der alte Melichar... Wieso das? Das haben wir ja schon mal gehört. Ich verstehe ja, dass der alte Stroh Rache will. Aber zuerst muss ich den Schurken verhören. Was danach geschieht, juckt mich nicht. Dann viel Glück. Wegen dieser Seuche. Seit wann wütet diese Seuche? Seit dem Tag nach dem Überfall. Als sich die Pferde in den Ställen niederlegten, wussten wir, dass etwas faul ist. Am Nachmittag waren sie alle tot. Dann wurden die anderen Tiere krank. Eins nach dem anderen. Und danach die Leute. Ja, aber dann sind die nicht an Pest gestorben. Was sind die Anzeichen dieser Krankheit? Ich gehe kaum raus, aber die Leute klagen über Fieber und Schüttelfrost. Ein paar kotzen sich die Seele aus dem Leib und andere scheißen sie aus. Starb jemand daran? Erb, der alte Felber. Allerdings stand er schon mit einem Bein im Grab, weshalb niemand weiß, ob es wirklich die Seuche war. So oder so, die Viecher sterben wie die Fliegen. Und den Leuten wird es gleich ergehen. Die haben irgendwas ins Wasser getan. Wer ist krank? Gute Frage. Wegen meines Arms gehe ich so gut wie gar nicht aus dem Haus. Aber ich weiß, dass bei Melichar und Stroh jemand krank ist. Kann ich dich etwas über Merhujet fragen? Ich bin noch nicht lang genug hier, um viel zu wissen, aber nur zu. Was kannst du mir über den alten Stroh sagen? Er ist Holzfäller. Ein zäher Bursche und ein Hitzkopf. Er ist außer sich, seit sein Sohn tot ist. Zu trauern ist völlig normal. Kommt drauf an, wie. Die Leute fürchten, dass er den Verstand verliert oder sich zu Tode säuft. Noch dazu hat seine Frau die Seuche und er kümmert sich nicht um sie. Wo finde ich diesen Stroh? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Stroh wohnt in der rechten. Wie ist Melichar so? Die Leute hier sehen zu ihm auf. Smil hatte das Sagen, aber der starb in Neuhof. Ich weiß. Herr Hanusch hatte keine Zeit, einen neuen Vasallen zu ernennen. Und da die Leute einen Fürsprecher brauchen, wählten sie Melichar. Gott sei Dank war jemand fähig, das Zepter in die Hand zu nehmen. Ja. Wie ist Melichar so? Ja, okay. Die Leute hier... Ich weiß. Herr Hanusch hatte... Seit wann verwaltet ein Gemeiner das Dorf eines Herrn? Was sollen wir denn tun? Wenn Melichar nicht gewesen wäre, hätten die Banditen alles niedergebrannt. Die Leute werden keinem anderen folgen. Naja, okay. Wo wohnt dieser Melichar? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Melichar wohnt in der linken. Okay, das wissen wir jetzt. Zurück. Danke, Matthias.
Ich könnte hier jetzt alle beklauen. Okay, wenn ich die Stelle durch das Haupttor verlasse, dann gehen wir jetzt erstmal zu Stroh. Oder ist es optional? Rede mit oder mit... Nee. Die Seuche. Befrage den hiesigen Vogt zur Lage. Okay. Dann reden wir jetzt erstmal mit Stroh. Bist du Stroh? Der will nicht mit mir reden. Lieber Gott, wofür bestrafst du mich? Was? Okay. Also mit Stroh kann ich nicht reden. Dann rede ich jetzt erst mit Melicha. Grüß Gott. Ich sagte Grüß Gott. Herr im Himmel. Ich halte das nicht mehr. Nein. Lass mich schlafen. Ah. Du darfst doch nicht rein. Du musst erst Melicha um Erlaubnis bitten. Ja, und wo ist der? Herrschaftszeiten. Ich würde ja gern mit Melicha reden, aber... Ja, ich hab's vernommen. Na, sag mir doch, wo der ist, dieser Melicha. Jetzt ist der weg. Machen wir jetzt ein Suchspielchen draus. Da herin ist er nicht. Ja, du bist auch nur ein Wächterli. Herrschaftszeiten, das Dorf ist nicht so groß. So viel haben die hier nicht. Du bist ein Wächter, bist du Melicha. Komm, wenn du jetzt der Melicha bist, der durch die halbe Gegend flaniert. Ja, Tatsache. Bist du Melicha? Ja, der bin ich. Ich muss mit dem Gefangenen reden. Und warum? Wer bist du überhaupt? Heinrich, Gesandter von Herrn Ratzig Kobilla. Ich ermittle wegen des Angriffs. Tut mir leid, ich habe gerade andere Sachen um die Ohren. Falls es dir nicht aufgefallen ist, hier wütet eine Seuche. Und Herr Ratzig hilft uns nicht damit. Ebenso wenig, wie er uns bei dem Angriff geholfen hat. Es hat noch gar keine Kunde von der Seuche Ratei erreicht. Aber ich bin jetzt hier und kann helfen. Da du Herrn Ratzig dienst, könntest du von Nutzen sein. Wenn nicht du, wer dann? Sag, was ich tun soll. Es gibt hier bei uns diesen Stallburschen, Matthias. Ja, den kenne ich. Er kennt da ein Mädchen, das in der Krankenstube des Klosters aushilft. Sie heißt Johanka, glaube ich. Vielleicht kennt sie jemanden, der helfen kann, falls sie wirklich dort ist. Na gut, ich gehe zum Kloster. Wahrscheinlich unsere einzige Hoffnung. Danke, zumindest für den Versuch. Aber warum bedanke ich mich eigentlich? Liegt ja in deinem eigenen Interesse. Ohne Hilfe wird der Gefangene auch sterben. Wenn ich zum Kloster soll, muss ich so viel wie möglich über die Krankheit wissen. Ich muss auf jeden Fall die Symptome kennen. Man wird mich mit Sicherheit danach fragen. Schwer zu sagen. Mein Weib fiebert, andere plagt Schüttelfrost. Ich habe auch gehört, manche speien, wieder andere sind voller Geschwüre. Aber warum schaust du nicht selbst? Es wird viel geredet und ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Alles klar, ich schaue mir das an. Ich habe die betroffenen Häuser mit Kalk markiert. Aber bleib nicht so lange dort. Das habe ich gewiss nicht vor. Hey. Na, dann gucken wir uns mal die Quest an. Ja. Okay. Untersuche die Seuche, die in Meroyet wütet. Ja.
Grüß Gott, ich bin der Pestdoktor. Bruder, liebster Bruder, bist du es? Nö. Ja, komm. Ja, ich bin es. Dein Bruder. Bald ist Advent. Wir müssen nach Scarlett's. Da ist Kirchtag. Sag mir, Bruder, wie fühlst du dich? Warte. Du bist nicht mein Bruder. Du bist einer dieser Schurken. Bruder, rasch, verrammle die Tür. Sie sind zurück. Oh Gott, bitte nein. Bruder, erkennst du mich etwa nicht? Ich bin es, dein Bruder. Ich war lange Zeit fort. Doch zum Advent bin ich heimgekommen. Ja, ja, ich erinnere mich. Gib mir einen Schluck Wasser, Bruder. Bin durstig, schrecklich durstig. Als würde ich im Höllenfeuer garen. Kann einen ganzen Krug Wasser saufen und hab sofort wieder Brand. Mach's gut. Okay, der hat Brand. Bruder, okay. Bist du es? Ja, ja, ich bin der Bruder. Mach zu, die dir. Heppa. Guten Tag. So. Bevor wir uns jetzt aber die anderen Häuser angucken, machen wir nochmal ein kleines Folgenpäuschen. Liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Kingdom Come Deliverance. In diesem Sinne, ich bin der Doktor und sage Tschüss. Bis dann.